Hallihallo! So, nach dem kurzen Telefonat sind wir auch wieder da und ja, ich hoffe, jetzt habe ich euch nicht zu sehr angebrüllt. Sorry. Ja, ich schaue mal kurz, ob die Aufnahme auch aufnimmt, wie sie aufnehmen sollte. Sieht gut aus. Ja, wunderbar. Weil ich habe leider auch noch keinen zweiten Monitor, woran ich das sehen könnte. Oder eben, da es ja OBS aufnimmt, wird es auch nicht irgendwie mir angezeigt und aus dem Bild gefiltert, wie bei Fraps oder ähnlichem, sondern ich, ja, nehme halbwegs blind auf, muss man ja mal dazu sagen. Deswegen ist es auch mal schön, wenn man so manchmal am Stück so eine Stunde, zwei spielt und dann später feststellt, na superiö, das Programm hat gar nicht mitgespielt. So, kann nämlich passieren. Es kann auch passieren, dass das aufnimmt, aber die Aufnahme kaputt geht oder sonst ein Quatsch. Ne? Also, ja, es ist gar nicht so einfach. Ne? Wie man immer so hört und so denkt. So, beendet. Super. So, wo kriege ich das Ding jetzt her? Keine Ahnung. Und zwar, diesmal bin ich auch ein bisschen mehr wieder auf der Höhe, weil ich habe mich ja jetzt ein bisschen ins Spiel wieder hineingefunden. Ja, ich drehe ja jetzt im Stück ein bisschen durch. Uah, er dreht durch. Nein, Mami, warum nur? So, aber Spaß beiseite. So, und zwar haben wir jetzt diesen Tri-Bock gebaut. Warum kann ich den nicht nochmal auswählen? Kaufen, zurück, tralala, weiß ich nicht. Kann ich nicht 100 Stück davon bauen? Ach du Schreck, nee, der benötigt auch noch Eisen und wir haben keins mehr. Wie schade. Ah, das war ja gar nicht gut, dass ich, gar nicht schlecht, dass ich am Anfang mit dem Perser Eisen getauscht habe. Gegen Pferde und Gold. Weil in dem Sinne haben wir jetzt überhaupt Eisen gehabt, um so ein Teil zu bauen. Ja, schade aber auch. Weil wir haben Steine ohne Ende, wir haben hier ein paar Schafe. Seid ihr Schafe? Ich finde ja auch die Texturen so an sich sind toller geworden. Ne? Also Civilization 5. Echt Hammer. Und ich finde es auch wirklich super. Habe ich glaube ich schon mal am Anfang erwähnt, dass das nicht in 3D umgesetzt wurde. Weil ich weiß nicht, dass wir in 3D hätten mir wahrscheinlich wieder nicht so wirklich gefallen. Also es hat eine super Textur und eine super Engine dahinter. Ich weiß gar nicht, auf welcher Engine dieses Spiel basiert. Und ich holper gerade voll über mich drüber und hoffe, dass ich mich nicht wieder verhaspel. So, aber egal. Wir schauen einmal. Eine Werkstatt. Eine Werkstatt bringt Ingenieursplätze plus 1. Tralala, Bibliothek bringt Wissenschaft. Ich glaube, ich baue einen Kornspeicher. Erstmal. Weil es soll meinem Volk ja auch irgendwie gut gehen und was nützt mir das größte Wissen und sonst was? Wo willst du hin? Ja. B-b-b-b. Ey, Dicker, was machst du da? Ach so, er zeigt mir, ja, das Auto runden wenden, wartet. Das mir jetzt zeigt hier so, nö, Einheit befehligen, gut. Ach, nee. Jetzt sag nicht, ihr seid da dran vorbeigerannt. Echt? Das wäre ja ein Hammer. Das wäre super. Ach, das wäre ein Träumchen mit Sahnehäubchen oben drauf. Haben sie das wirklich gefixt? Ich weiß es nicht. Wir könnten ja sagen, Befehl laufen, Befehl. Warum wird das nicht mehr angezeigt? Die Einheit ausgewählt und laufen und tralala. Sorry. So, jetzt will ich das. Boah, sie haben es wohl gefixt, weil nämlich genau diese engen Gassen, das war immer dieses Problem, auch in den Bergen oder so, ja? Links ein Berg, rechts ein Berg. So, dann habt ihr einen dazwischen stationiert oder steht gerade da, hat keine Züge mehr und der dahinter. Der könnte jetzt mit zwei, drei Zügen dran vorbeilatschen. So, und dann hat das Spiel gesagt, nein, Militäreinheiten dürfen nicht auf demselben Feld stehen. Und auch nicht beim Laufen. Also sprich, sie können nicht übereinander, aneinander vorbeilaufen. Und das hat so was von angeödet. Weil dann musste man erstmal die Einheiten so rangieren, dass man sie auch wieder, gerade bei so einer Belagerung oder sonstigen,
quasi nachher so positioniert hat, wie man es haben will, weil die nicht aneinander vorbeilaufen dürfen. Das war so ein Schwachsinn. Hoch 5. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ja, Zustand Ruhe. Gibt es hier nicht eigentlich auch den Wachzustand? Bereitschaft. Die Einheit erwacht sobald. Genau, Bereitschaft. Das ist nämlich was anderes als Schlafenlegen. Schlafenlegen heißt nämlich, egal was passiert, ich stehe hier oder besser, ich liege hier und penne. So, übrigens, falls ich zu laut sein sollte, ich weiß gar nicht, habe ich das, ich glaube, das Teil habe ich übrigens auch mit dem Headset angefangen aufzunehmen und benutze mittlerweile ein T-Bone SC440 USB, bevor ihr fragt. Ja. Wie nennt man das nochmal? Ist mir gerade Großmembran-Mikrofon, meine Herren. So, also sprich, ich spreche in den Raum hinein und es nimmt auf und es ist gar nicht mehr so weit weg von mir. Aber ich habe mir noch keinen Pop-Up-Schutz gegönnt. Ja, da werden wieder einige sagen, ja, einen Pop-Up-Schutz kriegst du doch für 5 Euro. Ja. Klar, ich kann auch eine Socke drüber stülpen, ja, habe ich nämlich momentan wirklich getan. Bitte mit Obacht, ne? Also nicht, dass ihr die Spinne kaputt macht oder so. Ich habe eine Socke quasi doppelt gelegt, drüber gestülpt aus dem gleichen Material, wie eigentlich ein Pop-Up-Schutz ist. Socke, aus welchem Material warst du nochmal? Irgendwo stand's, ne? Käse. Ja, kann man glaube ich auch überall nachlesen. Das ist, glaube ich, irgendein Plastikfaden war es gewesen. Es gibt ja Baumwolle, das ist ja mehr Natura. Und es gibt dann so Nylon und sonst ein Kram. Das ist alles mehr so Richtung Plaste. Also dann gibt es also Kunstfaser, so nennt man es ja. Ja, obwohl Nylon, ich weiß gar nicht, Nylon ist, glaube ich, auch, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. So, dann lauft mal wieder bitte nach da. Ja. Ey, es funktioniert wirklich. Ich bin so happy. Ah, Leute. Yeah, irgendjemand wird es gemeldet haben, dass das der letzte Rotz ist, den sie sich da haben einfallen lassen. In der Stadt Bielefeld wurde ein großer Händler geboren. Nein, wie unerwartet. Wir haben es vorher nur Spoiler gesehen. Schließen. Also früher konnte man das, glaube ich, relativ schlecht abwägen. Wann wird der nächste große Plumps geboren? Und mittlerweile, wenn ihr die Folge zuvor mal schaut, ja, ne? Ich bin ja fies. Ich zeig's jetzt nicht. Nein. Dann könnt ihr einfach mal sehen, so, jo. Mittlerweile sagt die Stadt, wann der nächste große Ingenieur oder Wissenschaftler oder wie in diesem Fall Händler geboren werden würde. Voraussichtlich, außer ihr verändert die Stadt, dann wird die Voraussicht natürlich anders sein. So, und jetzt haben wir, wir können das goldene Zeitalter mit ihm beginnen. Ich glaube aber, er kann auch noch mehr. Er kann einfach mal sterben, das wäre nicht so toll. Zugmodus. Handelsmissionen ausführen. Aha. Wenn die Einheit sich im Territorium eines Stadtstaates befindet, mit dem ihr euch nicht im Krieg befindet, könnt ihr den großen Händler opfern, um eine Handelsmission auszuführen. Aha. Ausführen zu lassen. Sorry. Ja. Auf diese Weise erhaltet ihr eine große Menge an Gold und verbessert eure Beziehung zu dem Stadtstaat. Das klingt doch einladend. Ja, dann du großer Händler, da vorne ist Belgrad. Dann lauf doch mal auf Belgrad zu. Ne? So. Du? Nee, ich du. Wer bist du eigentlich? Armbrustschützen. Okay. Ihr könnt in der Stadt bleiben. Ich glaube, ihr seid da positioniert. So, der große Händler hätte ich bitte gerne. Ach, einen großen Ingenieur haben wir auch noch.
Ja, ich glaube, die sparen wir uns auch um auf, um